Wenn ihr eine Erzählung in der Schule schreiben müsst, dann trauen euch eure Lehrer schon echt viel zu. Denn bei einer Erzählung gibt es zwar wenige Formalien, dafür müsst ihr umso besser sein im Spannung erzeugen und anschaulichem Erzählen. In diesem Video geben wir dir alle wichtigen Tipps für deine perfekte Erzählung. Viel Spaß und los geht's! Eine Erzählung ist das, was der Name schon sagt. Sie erzählt irgendetwas. Ihr merkt schon, wie schwammig das ist, denn eine komplette Definition für die Erzählung, die gibt es nicht. Ziel ist es, auf jeden Fall ein Geschehen wiederzugeben und es gibt einige Merkmale, die ihr wissen solltet. Denn es handelt sich hierbei um eine Textsorte mittlerer Länge. Die Erzählung wird meistens chronologisch erzählt, die Handlung ist überschaubar und meistens sehr verständlich. Wir wollen uns in diesem Video aber vor allem mit einer Erzählung beschäftigen, wie sie in der Schule gefordert ist. Und dazu schauen wir uns als erstes mal den Aufbau an. Klar, wie jeden Text baust du auch diesen nach unserem bekannten YouTube-Kanal Hochhausschema auf, nämlich in Einleitung, Hauptteil und Schluss. Um sich die Relation aber etwas zu verdeutlichen, haben wir ein kleines Schaubild erstellt. Die Einleitung, die findet ihr hier links, die führt auf das eigentliche Thema hin. Im Hauptteil befindet sich dann irgendwo der Höhepunkt und der Schluss, der lässt das Ganze etwas ausklingen. Aber nun zunächst zu der Einleitung. Dort führst du ganz klassisch die wichtigsten Merkmale an, nämlich du führst in den Ort, in das Geschehen und in die Zeit ein, in der deine Erzählung spielt. Dabei stellst du die Figuren und natürlich die Hauptperson vor. Dann kommst du zum Hauptteil, dort befindet sich nämlich deine eigentliche Geschichte, also die Handlung. Hierbei ist wichtig, dass du dich zunächst für eine Erzählperspektive entscheidest. Dafür gibt es drei Möglichkeiten. Zum einen die Ich-Perspektive, bei der du aus deiner eigenen Sicht schreibst. Oder die Er- oder Sie-Perspektive, also die personale Perspektive. Oder die dritte Möglichkeit, die allwissende Perspektive, also die autoriale Perspektive. Wenn du zu diesen Erzählperspektiven noch mehr erfahren willst, dann schau dir unser Video dazu an. Link oben rechts beim i oder unten in der Videobeschreibung. Nachdem du dich für die Erzählperspektive entschieden hast, musst du als nächstes die Zeit auswählen. In der Regel verwendest du hier das Präteritum. Wichtig bei deiner Erzählung ist, dass du sie interessant und anschaulich erzählst, damit der Leser Bock hat, sich diese anzuschauen. Dazu kannst du gut Adjektive verwenden oder die von mir geliebte Rhetorik, wie Vergleiche, Metaphern oder sowas. Zu Rhetorik haben wir übrigens eine eigene Playlist gemacht, die ihr ebenfalls unten in der Videobeschreibung findet. Und für den Hauptteil nun noch ein paar Tipps von uns. Um die Erzählung noch cooler zu machen, könnt ihr auch Mittel verwenden, wie sie in Filmen gerne verwendet werden. Sowas wie Vorausdeutungen, falsche Fährten, Verzögerungen, ein Perspektivwechsel, eine Wiederholung von Bausteinen und. Dadurch kannst du sogar Dramatik und Gefühle erzeugen und damit ist die Erzählung meistens perfekt. Übrigens, wörtliche Rede ist auch ein beliebtes Mittel, das hier auf jeden Fall gut zu verwenden ist, an dem ihr euch auch natürlich gerne bedienen könnt. Ja, und dann kommt natürlich der Schluss zum Schluss. Wortspiel. Dieser, der kann die Geschichte bzw. die Handlung abrunden und auflösen oder er kann auch offen gestaltet sein. Ihr müsst nicht immer zu einem logischen Ende der Geschichte kommen, sondern ihr könnt auch das Ende offen lassen. Trotzdem muss der Schlussteil vorhanden sein. Jetzt wisst ihr auch, wie man eine coole Erzählung schreibt. Und um absolut perfekt zu werden, schaut doch gerne hier links in unsere gesamte Playlist, wo wir alles Wichtige zusammengefasst haben. Link ist auch in der Videobeschreibung und Daumen hoch und abonnieren freut uns wie immer sehr und gerne bis bald. Alles Gute und ciao.